entwickelt. Und ich glaube, es ist die entscheidende Wahl, die wir wirklich haben seit 30 Jahren. Hier entscheidet sich wirklich, ändert sich was in diesem Land. Klimaschutz geht, dass wir endlich aus der Kohle aussteigen. Aber das, und du hast es gerade angesprochen, dieses ganz wichtige Thema Haltung und uns gegen den Rechtsextremismus zu stellen, das ist auch ein Thema, was uns Grüne bewegt. Aber du hast es gesagt, ich bin auch für Gleichstellungspolitik zuständig. Das ist auch ein Thema, was mir am Herzen liegt, nämlich Frauen zu ihrem Recht zu verhelfen. Vielleicht kommt da heute Abend auch die eine oder andere Frage, da würde ich mich sehr freuen. Aber natürlich auch, wenn ich an Klimaschutz und erneuerbare Energien denke, dann geht es eben auch hier um die essentiellen Weichenstellungen, nicht nur bei erneuerbaren Energien. Du hast gesagt, ich bin auch für Verkehrspolitik zuständig. Natürlich auch, was die Verkehrswende angeht, aber auch was Landwirtschaft angeht. Und du hast gesagt, ich bin Spitzenkandidatin, aber ich bin das nicht alleine, sondern bei uns Grünen immer eine Doppelspitze. Wolfram Günther ist der Co-Spitzenkandidat. Und das Schöne an Doppelspitzen ist ja, wir haben sozusagen vier Schultern, haben wir die Kraft verteilt. Wolfram ist heute woanders unterwegs. Der wird auch Townhalls machen, auch mit Robert und Annalena. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir überall unterwegs sein werden und die Fragen der Bürgerinnen und Bürger alle beantworten können und kriegen dann von, wie gesagt, von Annalena Baerbock und von Robert die großartige Unterstützung. Und ich freue mich, Robert, dass du heute hier bist und uns mit uns gemeinsam hier diskutieren wirst und dich einbringen wirst. Ja, Katja hat gerade gesagt, wir haben das schöne Prinzip der Doppelspitze, das ich auch leidenschaftlich vertrete. Und Robert hat so schön gesagt, er ist der Mann an Annalenas Seite. Also unser Bundesvorsitzender Robert Habeck, herzlich willkommen bei uns hier in Dresden. Ich wünsche uns allen einen schönen Abend und jetzt bin ich gespannt, was du uns mitgebracht hast. Eigentlich würde ich nur guten Abend sagen, denn es soll ja so als gemeinsame Veranstaltung losgehen, obwohl ich nicht genau weiß, ob das gelingt, dass alle hier eine Frage stellen. Dann sind wir wahrscheinlich, keine Ahnung, morgens um vier noch nicht fertig. Für mich ist es toll, hier nach Sachsen und nach Dresden zu kommen. Ich hatte im letzten halben, dreiviertel, im letzten Jahr so viele tolle Veranstaltungen, Nachtrundgänge, sozialpolitische Diskussionen und Veranstaltungen hier in Ihrer, in eurer spannenden, aufregenden, politisch so komplizierten Stadt. Und die letzte Veranstaltung war, die ich überhaupt hatte, glaube ich, vor der Europawahl, war hier in Dresden, eine Art Townhall-Frühstück. Euch irgendwo in der Fußgängerzone. Und da dachte man auch schon, na gut, wer soll denn hier vormittags um wann immer um 9 oder um 10 noch sein Einkaufsbummel unterbrechen. Und da war so eine tolle Atmosphäre und das war so ein guter Vormittag, dass man schon ahnen konnte, dass vielleicht das Europawahlergebnis auch in Dresden und auch in Sachsen gar nicht so schlecht werden würde für die Grünen. Aber es waren vielleicht ein Zehntel von den Leuten da, die heute Abend da sind. Das ist echt für die Grünen in Sachsen und in Dresden und für uns ein Privileg, dass so viele Leute gekommen sind an so einem fantastischen Ort, den ich ja gar nicht kannte. Aber wenn es eine Geschichte vielleicht für diesen Abend und überhaupt für die politische Situation im Moment in eurem Land gibt, dann macht sich das vielleicht an diesem Ort fest. Zerstört im Krieg, in einem Krieg, der ausgelöst wurde durch Faschisten, durch Nationalisten. Also ich meine, ich habe eigentlich nie verstanden, wie man in einer Stadt wie Dresden Nationalist sein kann, weil eure Stadt ja schon mal zerstört wurde durch den Nationalismus sozusagen ausgelöst davon und wieder aufgebaut von den Menschen aus der Zivilgesellschaft heraus. Und das ist, glaube ich, die Rolle neben allen Inhalten, über die wir gleich reden werden, die unserer Partei jetzt zukommt, in die wir reinwachsen wollen, die Katja und Wolfram tragen und verkörpern, wie noch in keinem Wahlkampf zuvor in Sachsen Brückenbauer, Aufbauer zu sein, für das zu stehen, für das einzustehen, was Menschen miteinander machen können. Und miteinander ist das entscheidende Wort, nicht gegeneinander, nicht spalten, nicht Bauern hochreißen, Gräben tief machen, Leute ausgrenzen, sondern für die Kraft der Zivilgesellschaft Zivilcourage zeigen. Mit diesem Mut auch in die letzten drei Wahlkampfwochen. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt schon mal das Podest verlassen, um hier Fragen einzusammeln. Ich würde darum bitten, dass Sie mir Anzeichen geben. Ich möchte auch alle ermutigen, wirklich querbeet durch die Themen zu fragen. Wir sind hier überhaupt nicht vorfestgelegt. Wir versuchen auf alles eine Antwort zu finden. Ja, ich würde dann so ein bisschen durchlaufen und entweder Sie merken sich Ihre Frage oder Sie machen sich ganz lautstark bemerkbar, dass ich versuche, zu Ihnen zu klangen. Ring frei. Jetzt muss ich nicht mehr anfangen. Aber das Tolle ist an uns, wir können auch Antworten geben ohne Fragen. Ich gehe zuerst mal hier hinter. Fragen. Zwei habe ich mitgebracht, eine ist spontan gekommen an die Hausherrin. Lässt sich das mit einer Stunde vielleicht noch erweitern auf zwei, drei Stunden Fragen? Ich denke, da ist Potenzial da. Erwarte ich keine Antwort jetzt. Die anderen beiden Fragen gliedern sich in zwei Themen, und zwar Umwelt, ganz klar. Und da würde mich interessieren, Forscher oder Wissenschaftler haben ja schon vor vielen Jahrzehnten auf die Kosten hingewiesen, die durch die Klimaveränderung entstehen. Und wir haben in den letzten Jahren haben auf alle Fälle Evidenz und auch ganz klare Belege und auch Kosten, die entstanden sind, lassen sich an vielen Beispielen belegen. Wie wird damit umgegangen? Ist das ein großes Thema? Kriegt das die Zivilgesellschaft? Wie geht das weiter? Oder geht das dann zu Lasten von einzelnen Bauern, einzelnen Waldbesitzern oder einzelnen Kommunen? Die zweite Frage noch in dem Zusammenhang: Es vermehren sich die Anzeichen, dass das mit dem Atomausstieg doch nicht klappen könnte. Um genau diese Klimaziele zu erreichen, werden da schon deutliche Signale jetzt eigentlich gesendet. Wie ist man darauf vorbereitet? Okay, danke schön. Lege ich mal los. Wir haben gerade so ein bisschen getuschelt. Das war mal mein altes Amtsgebiet. Schleswig-Holstein, deswegen kann ich da vielleicht so ein bisschen aus der Fachlichkeit noch heraus reden. Der Atomausstieg, meine ich, ist, würde ich sagen, es ist unproblematisch, aber die Menge erneuerbaren Strom, die wir brauchen, um die Atomkraftwerke, die wir noch in Deutschland am Netz haben, zu ersetzen, die können wir gut bringen. Also das, da sehe ich nicht in Frage gestellt. Er hat zur Konsequenz, dass auf der Mittellinie von Deutschland eine Stromleitung gebaut werden muss. Letztlich liegt es daran, dass im Norden mit der Windenergie, Nord- und Ostdeutschland, mehr erneuerbare Energie ist, als im Süden und im Westen gebraucht wird. Das ist die Konsequenz, aber die ist ein bisschen verzögert, aber im Bau befindlich. Deswegen kenne ich da jetzt keine Indizien, dass man aus der Atomkraft nicht aussteigen wird oder sollte. Ungelöst ist, oder sagen wir mal, da kommt es auf uns vor, ist die Frage, wo wir mit dem Atommüll hingehen. Und zwar sowohl mit dem Atommüll, der in Ostdeutschland, Lubmin steht da jetzt, die in Westdeutschland produziert wurde, der steht da jetzt halt rum in, naja, man kann vielleicht sagen, so turnhallenähnlichen großen Hallen. Okay, geschützt würde ich sagen, aber kein Dauerzustand für die nächsten 100 oder 200 Jahre, geschweige denn für die nächsten 1 Million Jahre, lange strahlt das Zeug nämlich. Und die nächste Bundesregierung wird anfangen in Deutschland, überall in Deutschland, so ist es vereinbart, nach dem sichersten Standort für ein unterirdisches Lager zu suchen. Und kein Land, mein Bundesland nicht, Ihr Bundesland nicht, ist davon erst einmal ausgenommen. Und da kann man ein bisschen Sorgenfalten kriegen, weil ja die Mentalität eigentlich überall so ist, naja, sucht man aber bitte nicht bei mir. Also Markus Söder hat schon gesagt, er weiß ganz genau, in Bayern ist nicht der sicherste Standort. Da hat man gar nicht angefangen zu gucken. Ja gut, und das Problem ist natürlich, dass das ein mächtiger Mann ist, ein Parteivorsitzender, ein Ministerpräsident. Und am Ende wird man irgendwelche Orte finden oder ausgucken und von den Bürgermeistern, den Landrätinnen, den Landräten, den Kommunalpolitikern erwarten, dass sie sagen, oh ja, manche ist echt eine schwere Situation, aber wir halten das aus, wenn denn es der Sicherheit, der allgemeinen Sicherheit dient. Aber das machen die natürlich nur, wenn die Leute, die eigentlich das zweite Kreuz haben sollen, ein bisschen das Kreuz gerade machen. Insofern ist das gar nicht so Söder schon wieder, sondern da beginnt es dann zu rutschen an der Stelle. Und was die Klimafrage insgesamt angeht, was wird vielleicht heute Abend noch mehrfach eine Rolle spielen, Sie fragten ja nach den Kosten. Erst einmal ist wichtig, dass die Rahmenbedingungen, entlang der wir heute produzieren, wirtschaften, Energie verbrauchen, nicht gemacht wurden für eine Welt, die sich erwärmt, die sich erhitzt und die fossile Energien einsparen will. Das heißt, die Landwirte, wie die Kohle,
Kraftwerksbetreiber, wie die Automobil, also die Pendler und so weiter, leben alle, ist ja logisch, in einem System, das, keine Ahnung, in den letzten 200 Jahren aufgebaut wurde. Und das hat auf die Verbrennung von fossilen Energien überhaupt keine Rücksicht genommen. Die Frage selbst ist, ehrlicherweise, da haben Sie recht, zu spät gestellt, wir wissen das seit 40 Jahren, aber das Hauptproblem ist, das erst einmal die Weiche so zu stellen, dass man den Verbrauch von fossilen Energien nicht immer weiter künstlich anregt. Das ist sozusagen die Hauptüberlegung hinter allem und dass man eine Entlastung schafft für diejenigen, die weniger fossile Energien verbrauchen, dass man quasi mit Klimaschutz Geld verdienen kann oder quasi auch sich sozial gut stellen kann, während diejenigen, die die Erderwärmung immer weiter betreiben, das langsam zurückfahren müssen. Und da, wo die Wandelprozesse, also das ist sozusagen die allgemeine Überlegung in verschiedene gesetzliche Normen hinein, die dahinter steht. Und da, wo diese Anpassung schneller gehen muss, als man es eigentlich erwarten kann, also wo Landwirtschaft sich schneller umstellen muss, wo aus der Braunkohle ausgestiegen werden muss, wo Pendler darauf angewiesen sind, auf einmal S-Bahnen zu nehmen, Stuttgarter Raum beispielsweise, weil man mit den Autos gar nicht mehr reinfahren kann in die Stadt. Da muss die Gesellschaft helfen. Da ist die Logik sozusagen, dass man sagt, die Leute lassen wir nicht alleine. Und so darum kreist die politische Debatte eigentlich im Kern, wer ist das eigentlich und wie hoch müssen die Zuschüsse bzw. die Ausgleichszahlungen sein. Aber wenn Sie mich fragen, wer kriegt für was Geld, dann diejenigen, die ihr Verhalten, ihr Betriebsmodell, ihre Wirtschaftsmodelle ändern müssen und es nicht so lange Zeit haben, es zu ändern, dass sie damit selber ein neues Modell oder einen stabilen Alltag hinbekommen können. Diese Menschen haben zu Recht einen Anspruch darauf, dass die Gesellschaft ihr ihnen allen helfen. Das heißt, da muss sozusagen die Zuwendung sein. Wir können das gerne im Laufe des Abends noch ein bisschen vertiefen, bezogen auf Pendler oder auf Heizen, auf Wohnen oder auf die Lausitz und so weiter. Aber diejenigen, die ein neues Geschäftsmodell entwickeln, die brauchen natürlich dann auch keinen Zuschuss mehr vom Staat. Ja, danke schön. Ich bin jetzt hier bei dem nächsten Fragesteller und ich wollte noch eins einflechten. Und zwar würde ich mich sehr freuen, wenn auch Fragen von Frauen kämen. Wir haben bei den Grünen die gute Sitte, dass man sich dann auch abwechselt beim Fragen und beim Reden. Da ich jetzt schon hier stehe, würde ich jetzt diese Frage noch durchmachen und dann gehe ich darüber und dann, wie gesagt, wer hier eine Frage hat, der tippt sie möglicherweise auch seine Sitznachbarin an und sage, stell du doch die Frage. Dann lautet das Stichwort ist gefallen. Wenn man halt immer so im Rad sich da in Richtung Osten bewegt, dann scheint die Lausitz ja recht hysterisch aufgekocht werden, als wenn es das die Existenzregion schlechthin ist. Ich war recht erstaunt, dass jetzt vor ein paar Wochen bei der Tagesschau war das zu sehen, dass halt auch die alten Kohlegebiete im Westen heute ein Strukturproblem haben, also Saar am Ruhrgebiet. Also jetzt sehen wir in der Lausitz zukünftiges Strukturproblem und ein demografisches Problem. Wie holen Sie Leute ab? Was bieten Sie den Menschen für die Zukunft in der Region für die Zukunft? Also zukünftiges Strukturproblem würde ich sagen, das Problem gibt es schon seit den 90er Jahren. Da haben ganz, ganz viele Menschen ihren Arbeitsplatz verloren, zehntausende Menschen. Und damals gab es aber eben keine Unterstützung vom Bund, so wie es jetzt versprochen wurde. 10 Milliarden Euro sollen nach Sachsen fließen, um eben die Struktur dort aufzubauen oder sozusagen wieder Struktur in die Region zu bringen, eben für den Ersatz der Kohle. Wir haben zum Beispiel gesagt, wir wollen diese Region zu einer Vorzeigeregion für den ÖPNV machen. Wir sagen, es ist nicht sinnvoll, dort sozusagen Beton in die Landschaft zu kippen und dort neue Straßen zu bauen, so wie das vorgesehen ist. Wir wollen eine riesengroße Autobahn, noch eine Verlängerung der Bundesstraße dahin. Sondern wir sagen ganz klar, der ÖPNV muss dort ausgebaut werden. Diese ganze Diskussion um die Elektrifizierung Dresden-Görlitz, was wir schon seit 10, 20 Jahren führen, was seit Ewigkeiten versprochen ist, das ist Geld, was wir dort investieren wollen, was jetzt sozusagen an Infrastruktur angeht, ist natürlich auch im Radwegebau. Und natürlich wollen wir dort wirklich wieder ansiedeln, nämlich tatsächlich Behördenstandorte, aber eben auch den Mittelstand stärken, aber eben auch dort Institute ansiedeln, dass dort wirklich eine prosperierende Region wieder entstehen kann und eben auch die entsprechenden Arbeitsplätze. Und es gibt ja diese, man möchte fast sagen, diese Mehr von der großen Arbeitslosigkeit. Also man muss einfach wissen, 8000 Leute sind aktuell dort in der Kohle beschäftigt und insgesamt sozusagen 14.000, die sozusagen im Zulieferbetrieb ist.
Aber die werden ja nicht von heute auf morgen tatsächlich arbeitslos, sondern da ist natürlich noch ganz viel, wenn die Kohlekraftwerke dann abgeschaltet sind, die für die Renaturierung gebraucht werden. Ja? Und ganz viele Menschen, das ist wie bei der Polizei und auch bei der Bildung, haben ein sehr hohes Alter. Also viele werden sozusagen auch in Rente gehen und viele werden auch noch gebraucht. Und dann sind das ja hochqualifizierte Arbeitskräfte, die in der Kohle arbeiten. Und wir haben jetzt schon in der Lausitz einen riesengroßen Fachkräftemangel. Und genau deswegen ist es einfach notwendig, dass wir dort sozusagen wieder die Wertschöpfung in der Region und eben auch den Mittelstand, den es dort tatsächlich gibt. Ich war letzte Woche bei einem Unternehmen nördlich von Bautzen gewesen, die machen Kraft-Wärme-Pumpen. Also dass man genau mit diesem Klimaschutz tatsächlich auch Wertschöpfung in die Region bringt, weil sozusagen der Klimaschutz dann auch Arbeitsplätze schafft. Und der hat mir dann zum Beispiel erzählt, dass er seit über einem Jahr dort Arbeitsplätze ausgeschrieben hat und einfach keine Fachkräfte findet. Und das ist sozusagen das, wo ich dann sage, da gibt sozusagen das Potenzial, dass dort dieser Mittelstand eben auch dort die Fachkräfte dann bekommt. Und wie gesagt, einerseits sozusagen in die Infrastruktur, was ÖPNV angeht, dann in die Energieregion dort tatsächlich zu investieren, dahingehend, dass dort Windräder gebaut werden, dass dort Photovoltaik entsteht, aber eben auch Ansiedlung von Gewerbestandorten und die Stärkung des Mittelstandes. Und dann glaube ich, dass die Region auf jeden Fall eine großartige oder eine Zukunft haben wird. Ob sie großartig wird, hängt natürlich auch von den Leuten ab. Und deswegen ist es auch wichtig, dass dann nicht von Berlin oder von Dresden aus irgendwie gesagt wird, so und so wird es gemacht, sondern es muss auch von unten kommen. Mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort muss ein Leitbild für diese Lausitz entstehen, von unten heraus. Und ich glaube, so können wir das gut schaffen. Und da bin ich sehr zuversichtlich. Und wir sind zuversichtlich, wir haben die Konzepte vorgelegt. Aber ich denke, es wird bestimmt heute noch die eine oder andere Frage zur Kohle kommen, dann können wir das vielleicht auch noch mal ein bisschen vertiefen. Ich habe eine Frage in Richtung Kompromissfähigkeit und Kompromissbereitschaft in Richtung auf mögliche Regierungsverhandlungen, Koalitionsverhandlungen. Also ich habe beobachtet, ich arbeite schon lange im Bereich Migration und Fluchtmigration und mir ist da die Kompromissbereitschaft von kleineren Koalitionspartnern und Partnerinnen zu groß. Gibt es Themenbereiche, also auch außerhalb von Migration, Fluchtmigration, Punkte 2, 3, die nicht verhandelbar sind? Natürlich gibt es Punkte, oder ich meine, es gehört sozusagen zur Politik dazu, Kompromisse zu machen, keine Frage. Aber wir haben natürlich unser Programm verabschiedet und das ist sehr klar. Und da haben wir gesagt, wir müssen ganz dringend, ich habe es gerade gesagt, was das Thema erneuerbare Energien angeht, da ist in den letzten 5 Jahren hier in diesem Land schlicht nichts passiert. Wir müssen jetzt endlich ins Handeln kommen. Es gibt jetzt den Kohlekompromiss 2038, dass der Ministerpräsident stellt sich hin und tut so, als ob am 31.12.2038 das letzte Kohlekraftwerk abgeschaltet wird. Das glaube ich tatsächlich nicht, sondern es wird sich wirtschaftlich entscheiden, weil sich einfach die Kohlekraftwerke schon heute nicht mehr rechnen. Also es wird viel früher passieren. Wir müssen jetzt endlich die Leitplanken sozusagen schaffen. Und da ist dann auch der Bund gefragt mit einem entsprechenden Gesetz, was eben diesen Kohlekompromiss dann auch umsetzt. Und dann ist für uns ganz klar, dieses ganze Thema längeres gemeinsames Lernen, da sind wir uns mit SPD und Linken ganz sind wir uns einig. Wir haben das Volksbegehren mit über 40.000 Unterschriften. Das sind Themen, die für mich total relevant sind, genauso wie das Thema Verkehrswende. Aber es ist natürlich entscheidend, wie stark sind die Grünen. Und je stärker die sind, desto mehr kann man natürlich auch umsetzen. Keine Frage. Und da können Sie alle was dafür tun. Meine Frage resultiert mehr aus der Anmoderation und der Vorstellungsrunde. Sie hatten gesagt, die Menschen, die hier montags immer durch Dresden spazieren und auch in meinen Ohren fürchterliche Dinge öffentlich sagen, haben Sie als Neofaschisten bezeichnet. Robert Habeck hat gesagt, ein Thema ist Brücken bauen. Und mich würde konkret interessieren, weil das für mich eine ganz brennende Frage hier ist, wie soll das konkret aussehen? Mein Eindruck ist, die montags durch Dresden laufen und die treuen AfD-Anhänger oder Wähler, die sind mit Argumenten ja nicht so gut zu erreichen. Das ist mein Eindruck. Wie stellen Sie sich das konkret vor? Ich kann nicht so gut zu Dresden reden oder zu Sachsen, das kann Katja bestimmt besser, aber ich kann vielleicht
eine Erfahrung wiedergeben, die nicht nur in Dresden und in Sachsen da war, sondern genauso in Brandenburg jetzt gilt, oder in Bayern gesammelt wurde oder letztlich auch schon bei der Europawahl da war. Dass Leute, die zum Beispiel wieder Demo gehen oder die AfD wählen, wieder die Grünen wählen, ist ein ziemlich langer Weg und im Grunde nicht wahrscheinlich. Das ist tatsächlich so. Aber das ist vielleicht auch gar nicht das, worum es geht, sondern es geht darum, den politischen Diskurs insgesamt so auszurichten oder so zu führen, dass nicht alles über ein Thema, in einer Sprache, in einem Gedankengut, entweder im Positiven oder im Negativen erfolgt. Und dass das wiederum passiert. Und da haben die Grünen eine Rolle oder suchen oder versuchen, die Verantwortung zu tragen. Ich würde es vielleicht geschichtlich ein bisschen beschreiben. Ich wurde Anfang letzten Jahres Bundesvorsitzender und das erste halbe, dreiviertel Jahr ging es nur um ein Thema, nämlich Flucht und Migration. Vielleicht erinnert sich daran, dass im letzten Jahr, also zeitgleich zu den Sommerferien, die CDU und die CSU im Grunde sich zerlegt haben, ob sie noch eine Unionsgemeinschaft bilden können. Also die letzten Sommerferien waren zerrissen durch den Schwesternstreich der Unionsparteien, weil die CSU in Bayern versucht hat, das, was die AfD da vermeintlich so stark gemacht hat, quasi in die bürgerliche Mitte der Demokratie reinzuholen. In der Sprache, im Habitus, Sie erinnern sich vielleicht an Lorenz Aussage von konservativen Revolutionen und Anti-Abschiebeindustrie und so weiter. Also das war schon ein deutliches Blinken in eine Sprache, in eine Gedankenwelt hinein, die davor nicht die, auch nicht der CSU war. Und dann ist im bayerischen Wahlkampf etwas passiert, was sich fortgesetzt hat und vielleicht in Sachsen noch mal wirklich zur Abstimmung kommt, weil das wissen die natürlich, dass in ihrem Bundesland, auch in ihrer Stadt, die Konflikte noch mal härter ausgefochten werden und die Herausforderungen noch mal größer geworden sind. Als genau das passierte, hat im Grunde die bayerische Zivilgesellschaft aus ihrer Mitte heraus Zivilcourage gezeigt. Hat sich davon abgewandt und gesagt, naja, die Grünen, ich weiß auch nicht genau, ob das alles so richtig ist, aber so wollen wir nicht, dass politisch gesprochen wird. So wollen wir nicht, dass der demokratische Diskurs stattfindet. Und dann wenden wir uns denjenigen zu, die jedenfalls darum ringen, einen Anstand in der Sprache, in der Haltung, in der Argumentation zu halten. Das war in Bayern in Händen greifbar und gestandene Almühe. Sie haben auch zum ersten Mal in ihrem Leben dann auf einmal die Grünen gewählt. Und das hat aber keine Partei und kein Parteivorsitzender und kein Kabinett beschlossen. Das haben die Menschen gemacht auf einmal. Und ein Stück weit sind wir dann reingerutscht in diese Reihe und versuchen halt diese Verantwortung jetzt so zu interpretieren, dass das, was da begonnen ist, was sich dann über Fridays for Future, die Volksbegehren, die haben wir auch welche hier in Sachsen gehabt, die Demonstration für Europa, die Beteiligung bei der Europawahl fortgesetzt hat, nämlich dass in dem Moment, wo es eigentlich zu kippen drohte, auf einmal es so eine Art Gegenbewegung gab, die progressiv, die liberal, die weltoffen, die proeuropäisch und die auf Zusammenhalt setzend gewesen ist. Und da haben wir eine Rolle. Wenn es also gelingt, ein politisches Signal zu setzen, dass man auch mit einer optimistischen, einer zugewandten, einer zukunftsoffenen Politik Erfolge erzielen kann. Wenn man also es schafft, von einer knapp in den Landtag reingerutschten 5%-Partei auf einmal eine gut zweistellig seine Partei zu werden und vielleicht geht es ja noch ein bisschen nach oben, dann werden andere Parteien sagen, oh Mensch, guck mal, man kann ja auch mit Umweltschutz, mit Klimaschutz, mit einer anderen Zuwendung zur Gesellschaft Erfolge feiern. Und vielleicht ist es ganz falsch, immer nur nach hinten rechts zu gucken, bis man eine Genickstarre hat, um da irgendwann umzufallen, sondern man kann ja auch wieder nach vorne gucken, vielleicht sogar einen Horizont sehen. Und das ist unsere Rolle. Dann werden wir nicht die direkten Wiedergänger und die AfD wieder eins zu eins erreichen, die sagen, toll, habt ihr gehört, gute Sache, will ich jetzt die Grünen, sehr unwahrscheinlich. Aber die anderen Parteien werden vielleicht sich darauf einlassen. Und was passiert im Moment? Im Moment überbietet sich CDU und CSU jeden Tag mit einem Vorstoß zum Klimaschutz. Wie ist das gekommen? Ja, weil die Menschen in dem Land sagen, hey, da brennt was auf den Nägeln, da wollen wir jetzt Antworten haben. Und wenn genau dieser Geist einkehrt, und ein bisschen misst er sich sicherlich auch daran, wie wir dann, also meine Partei, in den Umfragen dasteht, dann haben wir unsere Rolle da drin. Das ist das Brückenbauen, was wir machen können. Also die liberale Mitte, die gesellschaftliche Zivilkraft, zu motivieren, zur Wahl zu gehen, einen Diskurs zu führen, miteinander zu ringen, über Zukunftsthemen und nicht nur vergangenheitsbezogen einander auszugrenzen.
es nicht da auch möglich wäre oder denkbar, weiß nicht, dort ein Fusionskraftwerk vielleicht hinzubauen? dann Kernfusion? Oder nee, was? Nicht direkt Kernfusion, das wäre hier. Kein Atom, sondern das, was sie jetzt in Frankreich machen wollten. Ja, keine Ahnung, was sie in Frankreich machen, aber ich kann was zu Kernfusion sagen. Dann noch zwei andere Fragen. Ach ja, wie die Förderung von vielleicht Wasserstoffautos aussieht, anstatt von Direktenergie, weil Elektro, weil die Energie muss ja auch irgendwo herkommen, die Batterien müssen irgendwo hergestellt werden, ist ja auch nicht so, fand das so positiv. Und dann die dritte Frage, bezogen auf die Sächsische Schweiz, ob es denn stimmt, dass einige Berghütten dort auch geschlossen werden sollen. Die letzte Frage kann ich ja nicht mehr ausführen. Ich fange mal kurz mit den ersten beiden an. Ich weiß nicht, ob ich kann, was Sie in Frankreich machen oder was Sie damit meinen, aber Frankreich hat eine sehr aufgeschlossene Haltung zu Atomenergie insgesamt. Die Grünen, was die Atomspaltung angeht, eher nicht so. Das wissen Sie, dass wir eine Anti-Atom-Partei sind. Und daraus abgeleitet gab es auch immer extreme Manschetten und Reserviertheiten und Ablehnung gegen Kernfusion. Das ist sozusagen das Gegenteil dessen. Man versucht, zwei Protonen miteinander zu verschmelzen, baut quasi die Sonne nach, gewinnt unfassbare Energiemengen. Und das haben wir sehr lange gesagt, boah, nee, alles, was an Atom draufsteht, lassen wir lieber die Finger davon. Es gibt bestimmt auch noch viele, die das heute so ähnlich sehen. Ich habe jetzt das gibt es nur als Forschungsreaktor. Es gibt vielleicht weltweit 10 solche Dinge. Und das hat nie geklappt. Wir haben seit 50, 60 Jahren dabei, Kernfusion zu betreiben. Es sind Milliarden von Summen reingegangen weltweit, aber hat nie funktioniert. Und im Greifswald haben sie es jetzt für 30 Sekunden hingekriegt. Warum für 30 Sekunden? Danach wurde es zu heiß. Da mussten sie das Ding wieder abstellen. Sie versuchen es jetzt länger zu machen. Und ich habe mir das angeschaut. Ja, die Antwort, warum sie das jetzt hinbekommen, ist, dass sie es jetzt rechnen können. Das sind Riesenröhren, sieht aus wie so ein Raumschiff aus Davos, das aber gegen die Wand geknallt ist. Also völlig verbogene, verwinkelte Magnetspulen, die sie da diese Kerne dann beschleunigen. Und da ist dann, daraus wird die Energiemenge frei, aber die Protonen müssen sich ja treffen. Und die konnten davor, die hatten nicht die Rechenkapazitäten auszurechnen, wie das entstehen kann. Also wie man die Magnetspulen so justieren kann, dass die Dinger sich treffen. Ich finde das faszinierend, muss ich offen sagen. Und die Fragen, die ich gestellt habe zur Sicherheit, gibt es Atommüll, gibt es eine radioaktive Gefahr, sind aus meiner Sicht sehr, sehr befriedigend beantwortet worden. Also es ist nicht null die Gefahr, aber es ist überhaupt nicht zu vergleichen mit der Atomspaltung. Gleichwohl wäre wahrscheinlich es falsch zu sagen, das ist jetzt die Antwort für die Lausitz, weil das so immense Forschungsprojekte und Kosten sind und es gibt eben nur sehr wenige Orte weltweit, wo sowas stattfinden kann. Aber der Gedanke, der dahinter steht, ist genau der richtige, den hat Katja ja eben auch angesprochen. Wenn die LEAG beispielsweise in der Lausitz Energieunternehmen bleibt, dann können die ja ihre Kenntnisse, die sie jetzt haben, in den verschiedenen anderen in den Energiebereichen, auch in anderen Energiebereichen einsetzen. Das tun sie ja. Also die politische, ich weiß nicht, ob jemand aus der LEAG hier ist, aber ich hatte neulich in Cottbus eine Veranstaltung, da waren sehr viele Kumpel, aber auch Leute aus der Geschäftsführung da, und die machen ja nicht nur Braunkohleabbau. Die sind schon längst dabei an anderen Techniken, an Wasserstoffprojekten, an CCS, ist nicht mein Lieblingsding, aber ist was anderes. CCS ist das Abspalten von CO2 und das Verpressen, daran zu arbeiten. Und der Konzern wandelt sich zu einem Know-how-Transfer-Konzern, der nicht nur in der Lausitz an Kohle backert, sondern Deutschland, Europa, vielleicht weltweit Energie-Know-how hilft aufzubauen. Das ist ein Ding, das schon längst im Gange ist. Und für Wasserstoff gilt das allemal. Also die Produktion von Wasserstoff, das Forschen an Wasserstoff, ist ähnlich wie Batterie. Das sind neue Systeme, nicht alle sofort in großen Mengen einsatzbereit. Aber Ingenieurskunst, Energiewissenschaft wird da gebraucht. Und ich glaube, es spricht alles dafür, sich mit der Zukunft zu beschäftigen, sich Gedanken zu machen, welche Jobs entstehen entlang der Wertschöpfungskette der Energieproduktion der Zukunft und dann mit dem Know-how der Ingenieure, der Techniker, der Handwerker und so weiter, die da sind, da reinzugehen. Und dann
entwickelt sich das, worüber wir eigentlich reden, dass der Ausstieg aus der Braunkohle eben auch zukunftsfähige Geschäftsmodelle für die Zukunft aufbauen kann. Und darum geht es eigentlich. Deswegen, also die Fragen, die Sie gestellt haben bei der Kernfusion, würde ich sagen, das wird wahrscheinlich ja nicht das sein, was in der Lausitz passiert, aber Wasserstoff, Speichertechnik, die Umwandlung von Strom zu Wärme, vielleicht das Abscheiden von CO2 in Strömungsprozessen bei Stahlkraftwerken oder bei Zementkraftwerken und so weiter und so fort. Das ist natürlich total spannend, wird weltweit gebraucht. Und warum soll nicht ein Konzern, der da die Expertise schon aufgebaut hat, Weltmarktführer werden auf dem Bereich? Warum so verzagt? Warum nicht aus der Lausitz heraus die neue Weltmarktführerschaft für tatsächlich die neue Technik? Das wäre doch mal darüber, müsste man doch mal denken, wo geht denn die Reise hin? Oder wo kann sie denn hingehen? Weil zu der Elektromobilität und zu dem Wasserstoff würde ich auch gerne noch was sagen, dann kannst du was zu den Hütten sagen. Sie hatten es ja gesagt, aber wenn ich an Elektromobilität denke, da denken ja gerade ganz viele irgendwie ans Auto. Ich denke, wenn ich an Elektromobilität denke, an Züge und an Straßenbahnen. Gibt es nämlich schon seit 100 Jahren. Wir müssen gucken, wie wir sozusagen die Autos, die jetzt Diesel und Benzin ausstoßen, irgendwie sauber machen. Aber meines Erachtens funktioniert das nicht, dass wir eins zu eins sozusagen vom Benziner oder vom Dieselauto dann zum Elektroauto, weil es gibt einen riesen Flächenverbrauch bei Autos, sondern wir müssen irgendwie gucken, wir müssen uns dazu hinentwickeln, dass wir so mobil unterwegs sind, dass wir aufs Auto und das in Dresden schon sehr gut gar nicht angewiesen sind. Und wenn ich doch mal ein Auto brauche, um zu Ikea oder zum Baumarkt zu fahren, dann gibt es ein Carsharing-Auto. Und das passiert in Dresden ja sehr gut. Wir haben jetzt endlich ein Carsharing-Gesetz auch auf Landesebene. Und ich glaube, das ist sozusagen die Zukunft. Und dann muss ich aber trotzdem, ich komme aus Zwickau, ne? Da wurde früher der Trabant gebaut. Mein Vater hat auch beim Sachsenring gearbeitet. Also ich habe schon auch, also ich will nicht sagen Benzin im Blut, aber ne? ich kann sozusagen auch was mit der Automobilbranche anfangen. Und in Zwickau haben wir ein riesengroßes VW-Werk, was sich gerade sozusagen auf den Weg gemacht hat. Und ab 2020 oder 2021 gehen dort nur noch Elektroautos vom Band. Genauso wie bei BMW, die in Leipzig sitzen, und bei Porsche. Ab 2022 geht kein einziges Benziner- oder Dieselauto in Sachsen mehr vom Band, sondern das sind alles Elektroautos. Das Problem ist aber, dass die sächsische Staatsregierung das völlig verschläft. Weil wer kauft sich denn ein Elektroauto, wenn er Angst hat, dann irgendwie in, weiß ich nicht wo, in Meißen, da ist es noch eine Stadt, aber wenn ich dann sozusagen auf dem Dorf unterwegs bin, dann wirklich stehen zu bleiben. Sondern wir müssen dann hinkommen, dass wir wirklich dann auch die E-Tankstellen überall haben, damit eben keiner Angst haben muss. Und wenn ich dann aber sehe, jetzt wird es ein bisschen technisch, weil ich bin manchmal so ein bisschen detailliert. Einfach zuzugeben. Und wir leben in einer Zeit, unabhängig mal kurz vom Braunkohleausstieg, sondern insgesamt, die sich dramatisch schnell wandelt. Vielleicht schneller als andere Zeiten davor. Immer wieder gab es Umbrüche, aber im Moment hat man schon das Gefühl, dass Dinge schneller passieren und radikaler sind als lange Zeit zuvor. Und das ist die tiefgründigste Erklärung wahrscheinlich, warum Menschen sich abkehren von Politik, von Gesellschaft und Versprechen glauben, die sagen, wählt mich, dann wird alles wieder so wie früher. Oder wir konservieren den Zustand der Vergangenheit. Das sehen wir ja nicht nur in Deutschland, sondern das sehen wir in ganz Europa, im Grunde weltweit, dass versucht wird, mit den Antworten der Vergangenheit, mit den Konzepten, mit den Politikantworten der Vergangenheit Kapital zu schlagen. Das funktioniert in der Regel nicht. Der Brexit ist vielleicht das beste Beispiel dafür, dass die Antwort, wir versuchen wieder Britannia Rules the Waves zu machen, einfach nicht dazu führt, dass Großbritannien stolz und mächtig sein wird, sondern das führt nur zu Chaos und wahrscheinlich zu schweren ökonomischen Verlusten auf der Insel. Aber es ist halt eine verführbar leichte Antwort zu sagen, wir stecken quasi den Kopf in den Sand, dann sehen wir die Probleme nicht, wenn wir sie nicht sehen, müssen wir uns damit nicht beschäftigen. Aber sie ist naheliegend, man kann das auf eine Art verstehen, dass Dinge, die, wenn sich Gesellschaften, Kulturen, Sprache, technische Entwicklung, Kommunikation miteinander und so weiter, die
demografische Situation, die Jugend zieht weg und so. Alles verändert sich und die Dörfer sehen nicht mehr aus wie früher und die Menschen gucken noch auf ihre Handys, dass man dann sagt, ey, das irgendwie gefällt mir das nicht, ich will das nicht mehr haben. Aber viele Gründe sprechen dagegen, dass das irgendwie weiterhilft. Denn die Dinge laufen weiter, ob wir uns darum kümmern oder nicht. Die beste Antwort, die man geben kann, ist, sich um die Dinge zu kümmern und den Wandel zu gestalten. Das ist ein bisschen verstörend, weil es immer der längere Weg ist, die schwierigere politische Kommunikation, zu sagen, das will ich nicht, hau weg den Scheiß. Das geht natürlich ganz schnell von der Lippe, aber zu sagen, wir werden uns mit Klima, globalen Klimawandel, Erderwärmung, Globalisierung und so weiter beschäftigen müssen. Wir müssen dem Problem ins Auge sehen, um sie dann steuern zu können, beziehungsweise begrenzen oder verhindern zu können. Das ist natürlich der viel längere Weg. So, das ist der Grund, davon handelt im Grunde die politische, gesellschaftliche Debatte gerade. Mit welcher politischen Haltung begegnest du diesem ganzen Wandelprozessen? Steuerst du sie oder ignorierst du sie? Und für die Leute in den Kommunen, wo Angst vor Arbeitslosigkeit, vielleicht Massenarbeitslosigkeit herrscht, ist das natürlich viel extremer. Ich glaube, es gibt, das hatten wir gleich in der ersten Frage, erst einmal eine Verantwortung der Gesellschaft bei diesen Wandelprozessen, die wir als Gesellschaft verantworten, eine Solidarität zu haben. Also, jetzt, wir kriegen das mit, dass der Soli abgeschafft werden soll. Okay, man kann den Soli abschaffen, so wie er strukturiert ist. Was man aber nicht machen darf, ist die Idee der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Deutschland oder auch in Europa aufzugeben. Also Regionen abzuschreiben, das geht nicht. Da muss das Geld eben anders eingebracht werden oder ein neuer Soli aufgelegt werden, der dann die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in allen Regionen gewährleistet. Wir können solche Kommunen, solche Orte, die dann leer laufen, nicht einfach hängen lassen. Da muss dagegen angearbeitet werden. Und dann bezieht das eben auch die staatliche Förderung von neuen Arbeitsplätzen mit ein. Darüber haben wir schon gesprochen. Jetzt weiß ich nicht, welcher Ort das dann war und wo das da war. Aber es ist ein legitimes Anliegen von Bürgermeistern, die sagen, jetzt geht hier, das ist ja nicht nur Braunkohle, jetzt geht hier die Bundeswehr weg oder jetzt werden hier Standorte von Behörden geschlossen und auf einmal sind 1000 Leute weg und dann ist auch nicht die Schule geschlossen, der Bäcker ist weg und so weiter. So stirbt mein Ort, was soll danach kommen? Und diese Antwort kann und muss Politik geben. Deswegen kann man solche Leute nicht alleine lassen. Und deswegen gibt es ja auch diese große solidarische Verantwortung, wenn der Braunkohleausstieg kommt, gibt ganz Deutschland, Sachsen, Schleswig-Holstein, obwohl die keine Braunkohlekraftwerke haben, ungefähr 40 Milliarden Steuergeld für die Regionen Lausitz, Brandenburg, Sachsen oder Nordrhein-Westfalen aus, um diesen Strukturwandel zu beherrschen. Das ist der richtige Weg. Es ist enorm viel Geld über die Jahre, aber jetzt muss man aus diesem Geld auch was machen, aber den Anspruch kann man formulieren. Und deswegen unterstützen wir auch diesen Kompromiss im Prinzip, so wie er formuliert ist, könnte für uns ein bisschen schneller gehen. Aber der Ansatz, das als gesellschaftliche Aufgabe zu begreifen und solche Bürgermeister nicht liegen zu lassen, der ist natürlich richtig. Was die Frage zum Wahltag am 1. September angeht, das ist keine Entscheidung, die wir im Landtag diskutieren, sondern das entscheidet das Kabinett, also sprich SPD und CDU haben das sozusagen am Kabinettstisch entschieden. Was mir aber noch viel mehr Sorgen macht, und das war bei der letzten Landtagswahl noch viel krasser, nämlich der Abstand sozusagen zu den Sommerferien. Wir haben jetzt quasi, diese Woche ist jetzt die letzte Woche von den Sommerferien. Alle sind irgendwie noch sozusagen so halb im Urlaub, die Kinder werden eingeschult. Ich habe da größtes Verständnis, wer da keinen Bock hat, es ist jetzt noch mit, ich bin total froh, dass so viele Leute da sind, aber es gibt halt einfach viele, die sind jetzt gerade dabei, ihre Kinder einzuschulen oder noch die letzten Schulhefte zu kaufen. Und wir haben de facto zwei Wochen sozusagen in Anführungsstrichen nur Wahlkampf, wo es wirklich darum geht, wo dann die Leute auch wieder da sind und wo man die Auseinandersetzung dann auch suchen kann. Und da hätten wir Grüne uns gewünscht, dass der Wahltag zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet, dass einfach auch mehr Diskurs, dass mehr Diskussion stattfindet, dass man mehr unterwegs sein kann, dass sich die Leute auch besser darauf einlassen können. Weil ich habe für jeden Verständnis, der, nachdem er sozusagen die ganze Zeit gearbeitet hat, dann auch einfach mal Ruhe haben will und Urlaub haben will und sich mal ausspannen will. Und deswegen habe ich da, wie gesagt, kein Verständnis dafür, dass das so kurz nach den Ferien ist. Aber es müssen ja auch entsprechende Regeln eingehalten werden. Also wir mussten, also irgendwann muss halt auch ein Wahltag stattfinden, damit sozusagen die entsprechenden Gesetze eingehalten werden. Aber es hätte auch noch Spielraum nach hinten gegeben.
Ich habe auch noch eine Frage zum Braunkohleausstieg. Und zwar war ich letzte Woche auf dem Klimacamp in Pödelwitz. Vielleicht sagt Ihnen das was, das ist so ein 700-Seelen-Dorf bei Leipzig. Sehr gut. Und das soll ja weggebaggert werden in den nächsten Jahren. Und ich wollte eigentlich nur wissen, wie realistisch der Kohleausstieg in den nächsten Jahren ist und wie bald man den erwarten kann. Also wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, in dem Kohlekompromiss steht 2038. Ich gehe davon aus, dass das, also wir Grüne sagen, 2030 schaffen wir den Kohleausstieg so, dass die erneuerbaren Energien so ausgebaut sind, dass wir sozusagen 100% erneuerbar sind. Da verlasse ich mich sehr auf unseren Energiepolitiker Gerd Lippold, der sozusagen auch in der Branche selber unterwegs war und sozusagen Solarunternehmen gegründet hatte. Also er ist ein Experte und nicht nur der, sondern auch viele, viele andere sagen das. Wenn Sie beim Klimacamp gewesen sind, da haben ja auch viele Diskussionen dazu stattgefunden. Und wie gesagt, die Kohle, die unter Pödelwitz liegt, die wird überhaupt nicht mehr gebraucht, selbst wenn wir bis 2038, wie gesagt, wovon ich nicht ausgehe, dort Kohle abgebaggert werden würde, dann wird die Kohle unter dem Ort nicht gebraucht. Das Problem ist, dass dass sich dort das Kohleunternehmen Nipax sich das einfach machen will und eben das Dorf sozusagen von dem Staub und so weiter nicht schützen will. Das ist sozusagen dort die Problematik. Aber wie gesagt, wir Grüne haben in unserem Wahlprogramm stehen, wenn wir in Regierungsverantwortung kommen, und da bin ich vielleicht wieder bei der Frage, die Sie am Anfang gestellt haben, dann haben wir gesagt, mit uns wird es kein weiteres Dorf abgebaggert, sei es Pödelwitz sozusagen in der Lausitz oder bei Schleicher. Der junge Mann, der sich gemeldet hat, ist wirklich genau hinter der Säule. Ja, ich stehe ein bisschen abseits. Konkret geht es um Folgendes, und zwar neben dem Klimaschutz ist ja auch ein sehr wichtiges Thema, aber was auch ein sehr wichtiges Thema ist, was immer wieder hochgekocht ist in der letzten Zeit, ist das Thema des bezahlbaren Wohnens. Jetzt ist natürlich in Berlin ein bisschen etwas eskaliert, müssen wir auch jetzt nicht reden, die ganze Idee mit der Enteignung. Aber wie stehen Sie sich dem ganzen Thema, gerade auf Länderebene hier in Sachsen? Weil es ist auch in Dresden jetzt nicht so schlimm wie in Berlin, aber es wird auch immer härter. Absolut, insbesondere in den beiden Großstädten Leipzig und Dresden. Ich war gerade letzte Woche in Leipzig gewesen bei einem Wahlkampfstand und da kam auch genau ein junger Mann auf mich zu und sagte so, ich kann mir eigentlich meine Wohnung gar nicht mehr leisten, ich muss wahrscheinlich irgendwo an den Stadtrand ziehen, weil ich kenne tatsächlich die konkreten Zahlen nicht für Dresden, aber in Leipzig ist 2011 hat man noch 5,40 Euro für den Quadratmeter bezahlt, jetzt sind wir schon bei 8,40 Euro innerhalb von wenigen Jahren. Das heißt, wir müssen massiv sozusagen tatsächlich in den sozialen Wohnungsbau investieren, die entsprechenden Förderprogramme, die vom Bund kommen, dann auch sozusagen wirklich durchreichen an die Kommunen. Und dann sagen wir ganz klar, weil es schlicht notwendig ist, mindestens 500 Sozialwohnungen im Jahr, die gebaut werden müssen in Sachsen, um eben, und das betrifft ja nicht nur sozusagen Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfänger, die sich Wohnungen nicht mehr leisten können, sondern es ist auch die klassische, sag ich mal, Mittelstandsfamilie mit zwei Kindern, die schlicht keinen Wohnraum mehr findet, keinen bezahlbaren Wohnraum. In Dresden ist man ja jetzt hier vorangekommen und hat sozusagen die Wohnungsbaugenossenschaft wieder gegründet und versucht, da voranzukommen, nachdem ja vor ein paar Jahren das verkauft worden ist. Und da versucht man langsam voranzukommen, aber wie gesagt, auch hier verdichtet sich ja immer mehr die Fläche und die Frage ist, wo kann ich überhaupt noch bauen? Und was halt auch noch ein Riesenproblem ist, ist sozusagen die Spekulation mit Boden und mit Wohnraum. Und dem müssen wir einen Riegel vorschieben, genauso wie sozusagen dieser Zweckentfremdung durch zum Beispiel Airbnb für Ferienwohnungen, die quasi dem Wohnungsmarkt schlicht den Wohnraum entziehen. Aber da gibt es gesetzliche Möglichkeiten und die müssen wir dann auch wirklich ausschöpfen, weil die Wohnungsfrage tatsächlich die soziale Frage des 21. Jahrhunderts ist. Hallo, ich habe einen zum Naturschutz.
Jeder redet in der heutigen Zeit über Klimaschutz. Wir müssen die globale Erwärmung stoppen. Was mir fehlt in der Diskussion ist das ganze Thema Naturschutz im kleineren Rahmen, auch gerne Deutschland gedacht, weil ich das Gefühl habe, wenn wir so weitermachen mit der verheerenden Umgang der Natur, mit der Versiegelung von Lebensräumen, mit der Ausrottung von Flora und Fauna, wird es meines Erachtens noch viel schneller gehen, dass die Ökosysteme zusammenbrechen. Und wenn das passiert, wenn vielleicht die Biene fehlt, um die Obstbäume zu bestäuben, oder wenn der Regenwurm ausbleibt, der unsere Erde luftig hält, dann nützt es uns auch nichts, sage ich mal, wenn wir das Klima beschützen, aber das Ökosystem an sich ist tot. Wie geht die Grüne Partei mit diesem Thema um? Ja, Sie haben recht, dass das neben der Klimakrise, wenn man auf den globalen Zusammenhang schaut, so wichtig Wohnen, sozialer Zusammenhalt, eine auskömmliche Rente im Alter und so weiter, ein gut bezahlter oder okay bezahlter Arbeitsplatz ist der Verlust an Biodiversität, so nennt man das ja immer, bedrückend. Im Grunde haben wir ein Artensterben, das wie das Aussterben der Dinosaurier ist, nur noch viel schneller abläuft, weltweit. Also man misst vor allem die Insekten ja nicht in Einzelnen, sondern in Biomasse, und der Biomasseverlust ist so dramatisch, dass tatsächlich die Lebensgrundlage immer mehr flüchten. Also das haben Sie genau richtig beschrieben. Wenn man sich fragt, woher das kommt, dann liegt es auch. Es gibt eine Verbindung zum Klimawandel, zur Erderwärmung, aber nicht nur und nicht allein. Und es hängt im Wesentlichen mit dem Verbrauch von Fläche oder der intensiven Nutzung von Fläche zusammen. Natürlich auch durch industrielle Prozesse, also Straßenbau, neue Gewerbegebiete, neue Fabriken hier und da. Das nimmt ja alles Raum weg, aber auch und ganz maßgeblich durch die intensive Landwirtschaft, die mit großem Einsatz versucht, den Ertrag zu steigern. Und großer Einsatz heißt eben in der Regel mit chemischem Einsatz, entweder mit Kunstdünger, nochmal das Letzte aus dem Boden holen, oder mit einer Pflanzensortenlinie, die möglichst wenig Schädlinge, das heißt dann möglichst wenig Insekten zulässt, oder eben den massiven Einsatz von Pestiziden, also Spritzmitteln, versucht zu agieren. Und das muss gebrochen werden. Im Grunde beides, also das ist jetzt, ich referiere euer Wahlprogramm, das Programm der Grünen in Sachsen, den Flächenverbrauch zu minimieren und zu Mitte des Jahrzehnts auf Null zu bringen. Das war eine Ansage. Also wenn das, sagen wir mal, wenn es nur halb gelingen würde, dann wärt ihr Weltmeister in Deutschland, weil das im Grunde nirgendwo richtig gelungen ist, bisher richtig da voranzukommen, auch in meinem Bundesland nicht. Ich habe das auch mal gesagt, aber der Druck ist so immens und alle Bürgermeister wollen neu bauen und alle Neubaugebiete wollen erweitert werden, und dann kommt wieder Aldi und versucht rauszugehen aus dem Dorf, und ihr kennt das alles, diese Nebenorte, die es jetzt überall gibt. Aber dagegen vorzugehen, lohnt jeden Einsatz, und die Mittel liegen vom Baurecht bis zu der Besteuerung von Gebäuden auf der Straße bis hin zum Ordnungsrecht. Aber der Druck muss auf der Fläche gemindert werden, und dann müssen wir den Einsatz vor allem von Pestiziden in der Landwirtschaft dramatisch reduzieren. Das geht durch Ordnungsrechte. Man kann Flächen ausweiten, aber das ist jetzt Kernaufgabe einer Landesregierung, weiß ich aus eigener Erfahrung. Ne? Also Ausweisung von neuen Naturschutzgebieten oder Wasserschutzgebieten oder die Managementpläne von Wasserschutzgebieten werden im Detail mit den Akteuren verhandelt und überhandelt. Und da macht jetzt eine Landesregierung wirklich den Unterschied, wie man die Kulisse im Land Sachsen gestaltet, mit wie viel Rücksicht auf die Natur die Gebiete miteinander verbunden werden, wie und welche Auflagen in den geschützten Gebieten gelten. So kommst du natürlich voran. Also du kannst dann Biotope schaffen, wo der Naturhaushalt, sagen wir mal, einigermaßen intakt ist. Aber letztlich reicht auch das nicht. Du schaffst dann sozusagen Inseln, wo sich die Arten noch einigermaßen halten können. Aber das Meer drumherum wird immer intensiver bewirtschaftet. Das ist keine nachhaltige Landwirtschaftspolitik. Das heißt, wir müssen den Landwirten ein anderes gesellschaftliches Angebot unterbreiten. Und im Moment ist es so, dass die Landwirte, ich weiß nicht, ob Landwirte jetzt unter uns sind, dass die Landwirte eigentlich, also der Bauer ist heute der Dumme, der extensiver, ökologischer, nachhaltiger produziert. Während die Bauern quasi gezwungen sind, intensiv zu produzieren, um zu überleben. Das heißt, es gibt einen Anreiz im System, möglichst billig und möglichst viel zu machen. So, möglichst billig und möglichst viel führt zwangsläufig zu einer immer industriellen Fertigung
das heißt zu einem immer höheren Einsatz von Chemikalien. Und solange das nicht verändert wird, solange es nicht einen ökonomischen Anreiz gibt, dass die Landwirte selbst eine Ermöglichung haben, gute Erträge ihrer Familien zu ernähren durch Nachhaltigkeit. Solange das nicht passiert, werden wir immer gegen dieses System anarbeiten. Das heißt also, um wirklich voranzukommen, die Arten zu schützen, brauchst du ein ganz anderes Verständnis von Wirtschaft, Landwirtschaft in der Fläche, sodass die Produktion von Lebensmitteln nicht mehr die Lebensgrundlage gefährdet oder in Frage stellt. Wenn man ein bisschen länger redet, das klingt ja immer so wie die Grünen gegen die Bauern, aber wenn man ein bisschen länger redet und wenn die Landwirte auch mal vielleicht ein bisschen sozusagen nicht in der Öffentlichkeit stehen, dann sind die selber nicht besonders zufrieden. Also Bauern, die sagen, das macht gerade richtig Spaß, Schweinebauer zu sein, gibt es nicht mehr so sehr viele, sondern die, ja, oder Milchbauer und so weiter, weil die ja permanent unter dem Druck des Marktes arbeiten und ich hatte das als Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein, dass nachher die Frauen waren, die Landfrauen, die immer wieder zu mir kamen und sagen, du weißt was, Robert, hier der, mein Mann, der Otto, ne? Der redet nicht mehr mit mir. Und das war immer der Indiz, das Indiz dafür, dass es ihnen nicht gut ging. Und wenn man den Bauern ein Angebot macht, zu sagen, okay, ihr könnt auch mit ein bisschen weniger Turbo okay Einkünfte erzielen, nur müsst ihr darauf dann verzichten, dass ihr weitermacht wie bisher, dann kannst du im Grunde ein Versöhnungswerk schaffen zwischen Umweltschutz und Landwirtschaft. Und wenn wir das hinbekommen, bringt noch jemand nach Brückenbau. Dann stellen Sie sich mal vor, in 10 Jahren sind Umweltschützer und Bauern an der gleichen Politik interessiert. Das, ich meine, das ist doch ein Bild, für das es sich zu kämpfen lohnt. Ergänzen will, um einfach nochmal zu verdeutlichen, wie das aktuell in Sachsen auch läuft. Die Pestizide, die Zulassung dafür ist jetzt Anfang der 20er Jahre, läuft aus. Das heißt, dann dürfen keine Pestizide, keine Glyphosate mehr auf die Äcker ausgeschüttet werden oder gespritzt werden. Und da wäre es doch die Aufgabe der sächsischen Staatsregierung, genau die Bauern, es sind jetzt nur noch wenige Jahre Zeit, dabei zu unterstützen, sozusagen ihre Landwirtschaft auch so umzustellen und mit entsprechenden Fördermitteln, mit Beratung und so weiter. Aber all das passiert leider nicht. Ich habe kürzlich, weil du jetzt auch gerade von den Milchbauern gesprochen hast, ich war in Mittelsachsen bei einem Milchbauer gewesen, der jetzt kein Bio-Bauer war, sondern das war ein konventioneller Bauer, aber der hat halt gesagt, für mich ist es entscheidend, dass sozusagen die Kühe da gut leben. Der hat einen neuen Stall sich hingebaut mit großen Lüftungsanlagen, toll mit Holz gebaut und der hat da wirklich einen großartigen Job gemacht. Ich bin jetzt keine Kuhkennerin, aber die Kühe sahen so aus, als ob es ihnen gut geht. Die hatten da genug Platz und macht einen freundlichen Eindruck. Die gucken auch so. Dass sein Bürgermeister vor Ort gesagt hat, ja, warum brauchst du denn den Stall nicht doppelt so groß? Ist doch super. Und dann sagte der so, nee, ich verdiene jetzt mit den Kühen, die ich jetzt habe, genug Geld und ich kann jetzt, so wie ich die Stallgröße habe, gut dafür garantieren, dass ich die gut halten kann. Und das ist halt das, was du auch vorhin gesagt hast, ne? Dass es darum geht, die Bauern eben da auch irgendwie dabei zu bestärken, dass es eben nicht nur um Profit geht, sondern dass es eben auch um das Tierwohl geht und dass wir danach auch die Förderpolitik ausrichten müssen. Ich glaube, da müssen wir hinkommen. Und was die Flächenversiegelung angeht, Robert hat das sehr schön aus unserem Wahlprogramm vorgelesen, aber da steht nicht nur im Wahlprogramm drin, sondern wir haben tatsächlich in dieser Legislaturperiode auch schon ein entsprechendes Gesetz eingebracht, wo wir genau gesagt haben, wir wollen keine weitere Flächenversiegelung, nämlich auf null. Und wenn gebaut wird, dann muss es kompensiert werden, indem andere Flächen entsiegelt werden. Und da müssen wir, glaube ich, hin und das ist das, was wir uns vorgenommen haben. Ich hatte ja vorhin schon von Beton in die Lausitz gesprochen und eine Idee ist, was man mit diesen 10 Milliarden Euro macht, nämlich die B178, ich weiß nicht, wer dieses Elend kennt, der B178, die runter nach Zittau gehen soll, die seit Jahren sozusagen nicht fertig gebaut wird, die soll jetzt noch verlängert werden Richtung Norden zur
zur A15 von der A4 und das mitten durchs Naturschutzgebiet. Und da sagen wir halt ganz klar, nein, diese Straße wird an dieser Stelle schlicht nicht gebraucht, nicht nur weil sozusagen die Verkehrsbedingungen überhaupt nicht durchgeht, sondern weil das natürlich auch wieder eine extreme Versiegelung ist und natürlich die Kosten, die damit herkommen. Und dann der vierte Aspekt natürlich durch Naturschutzgebiet, wo wir klar sagen, nein, so geht das nicht. Ja, liebe Peter, lieber Peter, ich habe jetzt hier, glaube ich, mindestens noch 10 Meldungen. Und ich habe, also wir sind jetzt so ungefähr eine halbe Stunde vor 8 ist es jetzt. Und ich habe jetzt gerade überlegt, wir könnten noch mal so ein bisschen ein Beteiligungselement hier reinbringen. Ich habe jetzt mal einen Anschlag auf euch vor, wir könnten doch einfach mal kurz abstimmen, ob das anwesende Publikum es lieber hätte, wenn mehr Fragen gestellt würden oder wenn sie lieber euren ausführlichen Antworten lauschen. weil es ist natürlich auch sehr interessant. Klar, wir brauchen nicht abstimmen, wir müssen uns hier nicht vorführen. Ich will so präziser zu sagen, wir machen es ab, okay? Das ist so ein Ding so. Ich würde schon gerne die Leute fragen, ob sie lieber ausführlich eure Meinung hören wollen zu einzelnen Themen, was sehr interessant sein kann, oder ob lieber mehr Fragen gestellt werden können. Ja, liebe Leute, wer ist für mehr Fragen? Bitte melden. Ich bin nicht unbedingt für mehr Fragen. Ich bin ja, jetzt Thema. So, und jetzt bitte, wer ist für ausführliche Antworten? Also ich hätte jetzt gesagt, das ist eine knappe Mehrheit, was sagt ihr? Ja, wir können ja trotzdem versuchen, präziser oder kürzer zu sein, aber darf ich das einmal sagen, dass das echt ungewöhnlich ist. In der Welt, in der ich lebe, heißt es immer, bitte erklär, keine Ahnung, die Weltformel in 20 Sekunden. Und dann, wenn das nicht in 20 Sekunden gelingt, dann wird man immer gleich abgeläutet sozusagen. Und am besten im Twitter-Format. Also jemand, der sagt, ich will hier gerne lieber bisschen tiefer eintauchen, was schon besonders. Also es ist wirklich besonders. Danke dafür. So, dann kriegt ihr schon die nächste Frage. Lagunda Fleischer, mein Name. Ich habe eine generelle Frage zur Energiewende. 2022 gehen die Kernkraftwerke vom Netz, 2038 voraussichtlich die Kohlekraftwerke. Dann haben wir also als Versorgungsbasis Sonne, Wind, Bio und Wasser, soweit die vorhanden ist. Diese Kohlekraftwerke sind auch unsere Grundlastkraftwerke, als die bisher unsere stabile Versorgung garantiert haben. Das wird mit dem Abschalten dieser Kraftwerke vorbei sein. Dann hat man eben dann fluktuierende Energien, Sonne, Wind, nämlich. Wir hatten im Juni auch schon mal eine Situation, wo Deutschland einmal kurz vor dem Blackout gestanden haben, aus unterschiedlichen Gründen. Ich sehe als generelles Problem, wenn wir von Wind und Sonne und wenn wir es über zehnfach ausbauen, dann abhängig sind, wie ist das mit dem Energiespeicher? Strom lässt sich nicht speichern. Wie ist Ihr technisches Konzept, um die Grundversorgung Deutschlands sicherzustellen? Ja, Sie sprechen eine total relevante Frage an. Einmal kurz der Hinweis, wenn wir aus Kohle, Steinkohle, Braunkohle und Atomkraft ausgestiegen sind, gibt es immer noch, nicht wahrscheinlich sehr viele, aber es gibt immer noch Gaskraftwerke, also fossile Kraftwerke, die quasi als Reservekapazitäten zur Verfügung stehen. Das ist natürlich aber trotzdem eine nicht dauerhafte Antwort, denn der komplette Ausstieg aus den fossilen Energien soll dann auch Mitte des Jahrhunderts der Verzicht auf Gaskraftwerke überflüssig machen. Also finde ich Ihre Frage völlig richtig und man kann die nicht mit dem Hinweis auf Gaskraftwerke abtun, aber die gibt es auch noch und die sind sehr schnell hochfahrbar und können sozusagen Schwankungen im Netz oder Bedarf an Energie ausgleichen. Gleichwohl haben Sie recht, früher, noch so halb, wir jetzt in einer Zwischenwelt, früher gab es 300 große Kraftwerke in Deutschland, ein paar ganz große Atomkraft- und Steinkohle- und Braunkohlekraftwerke und so ein paar Stadtwerke, Kraftwerke. Und das war die deutsche Energieversorgung und die haben in der Regel immer gleich viel Strom produziert. Tag und Nacht, morgens und abends, egal wie das Wetter war, immer gleich. Und so ist auch unser Strompreis noch heute. Wir haben total unterschiedliche Preise an den Strombörsen, Strom wird ja gehandelt, sie zahlen alle den gleichen Preis. Und das macht gar keinen Unterschied, ob der Strom sehr billig ist oder sehr teuer ist. Wahrscheinlich werden ihre Stadtwerke die Gewinnmargen abgreifen und die positiven Sachen nicht an sie weitergeben. Ist überall so in Deutschland. Das ist aber die alte Welt, die sich da fortsetzt.
Die Zukunft muss anders sein, muss anders ausgerichtet sein. Wir haben ein System, das fluktuierend Energie einspeist in immer größeren Mengen, weil der Wind weht nicht immer, die Sonne scheint nicht immer. Das heißt, mal wird Strom in großen Mengen verfügbar sein und extreme Spitzen haben. Und auf der anderen Seite wird es auch Phasen geben, wo Strom geringer, zu einem höheren Preis dann zur Verfügung ist. Nun, verschiedene Antworten muss man geben, die dann zusammengeführt werden müssen. Zum einen ist es so, dass das Preissignal ankommen muss. Also das heißt, wenn Strom in Massen verfügbar ist, dann muss es auch eine größere Abnahme geben. Natürlich im direkten Stromverbrauch, aber das setzt eben voraus, dass es sich auch lohnt, dann den Strom zu verbrauchen, dass man nicht darauf wartet. Also man muss sich sagen, ein Stück weit sich umstellen, aber das macht man ja nicht mehr persönlich, sondern das macht man dann über die digitale Steuerung, dass wenn Strom in großen Mengen verfügbar ist, also sehr günstig ist, dass dann bestimmte Geräte angehen oder bestimmte Speicher gefüllt werden. Also man muss die Abnahme auch flexibilisieren. So kappt man die Spitzen, beziehungsweise sorgt dafür, dass in den Phasen, wo sehr wenig Strom verfügbar ist, auch die Mengen nicht in einem großen Maße abgegriffen werden. Zweitens, haben Sie gesagt, wo wird Strom gespeichert? Nur im Moment ist es noch so, dass die Stromspeicherung im klassischen Sinne vergleichsweise teuer ist. Also große Batteriesysteme gibt es inzwischen, aber nicht so, dass die gesamte Energiemenge daran geht. Und das wird auch wahrscheinlich nicht in exorbitanten Maßen überall verfügbar sein. Andererseits ist es so, dass die Mikrospeicher, also Batterien in Autos oder auch in Häusern, immer mehr werden und immer günstiger werden. Sodass wahrscheinlich die zweite Antwort sein wird, dass an verschiedenen dezentralen Stellen eben auch Strom im Netz gezogen wird und wieder abgegeben werden kann, sodass ein Teil der Energie auch wieder zurückfließen kann in das Stromnetz und man dann quasi einen Ausgleich hinbekommt. Und das dritte ist die Größe des Stromverbundes. Also kann man sich relativ leicht vorstellen, wenn man ein Kraftwerk hat und das produziert immer gleich viel Strom, dann müssen halt die Menschen im Umkreis herum versorgt werden. Keine Ahnung, die 200.000 Einwohner in der Stadt profitieren von dem einen Kraftwerk, das dann da ist. Wenn aber wenn der Strom maßgeblich aus Wind und Sonne kommt, sind die Leute, die drumherum wohnen, sehr darauf angewiesen, dass immer Strom, also immer Wind oder Sonne an dem Ort ist. Das ist ein hohes Risiko, so funktioniert es eigentlich nicht. Das heißt, man muss tatsächlich den Raum größer machen. Das ist der Grund für den Netzausbau. Je größer das Netz ist, umso stärker kann man erneuerbare Energien in den verschiedenen Quellen miteinander verzahnen. Das kann man sich ja leicht vorstellen, wenn Sie sagen, Ihre Orte, meinetwegen Dresden oder auch Orte aus dem Umfeld, die sollen sich alleine versorgen, also die 3000 Einwohnerorte, die Sie da haben, die sollen keinen Strom von außerhalb bekommen. Wenn Sie denn ein fossiles Kraftwerk haben, ist kein Problem. Wenn das nur mit Solarenergie oder mit Wind passieren soll, fast unmöglich. Das gilt auch für Bundesländer, das gilt sogar in Teilen für Deutschland. Wenn man sich aber vorstellt, sagen wir, dass Europa sich vernetzt, also es gibt in Norwegen und in Österreich die großen Wasserreservoirs, nicht so kleine Durchlaufflüsse, es gibt die großen Windparks in der Nordsee oder auch onshore am Land in Brandenburg oder in Schleswig-Holstein. Es gibt Solarkraftwerke in Bayern, die haben ja viel ausgebaut. Das ist ja schon tatsächlich so, dass Bayern da viel gemacht hat. Oder auch in Sachsen. Und das gilt aber natürlich auch für Griechenland mit Geothermie und für Spanien mit den Kraftwerken und so weiter. Dann ist das so. Je größer das Netz ist, umso leichter wird das ausjustieren. Also aus diesen verschiedenen Bestandteilen setzt sich die Energiewelt der Zukunft zusammen. Man hat das mal durchgerechnet und in der Tat wäre es, wenn das Netz in Europa stabil gewesen wäre, an zwei Tagen in 20 Jahren so gewesen, dass man einen Energieengpass gehabt hätte und das ist vor 5 oder 7 Jahren gewesen der Fall. Also man kriegt das hin, aber ich räume ein, dass es kompliziert ist und dass es enorme Steuerungskapazitäten voraussetzt, also quasi eine digitale Steuerung, Big Data, der ganzen Abnahme- und Einspeisemöglichkeiten. Das ist ein langer Weg, ich kann ihn nur beschreiben. Das Entscheidende ist für mich, dass wir nicht ich kann Ihnen sozusagen nicht versprechen, dass 2030 oder 2035 dann die letzten 5% an Energie auch erneuerbar sein werden. Es kann sein, dass da noch Schwierigkeiten auftreten auf dem Weg. Aber entscheidend ist für mich, dass wir nicht aus der Angst, weil wir nicht genau wissen, wie wir die letzten 2 Kilometer gehen, wenn das ganze Marathonlauf wäre, jetzt nicht anfangen, uns zu bewegen. Das darf dann wiederum nicht passieren. Wir wissen, wie es gehen kann und wir kriegen die Lösung aber nur, wenn wir uns auf den Weg machen, das hinzubekommen. Letzter Satz. Politik denkt immer. Es gibt von meiner Berufskrankheit
in meinem Beruf und vielleicht ist es auch so eine Art gesellschaftliche Sichtweise. Politik denkt immer linear. Wir gucken immer, wie viele E-Mobile sind in den letzten 10 Jahren zugelassen worden und dann gucken wir, wie viele können das in 20 Jahren sein und dann rechnen wir das einfach hoch. Oder wie sind wir in der Gebäudesanierung gewesen oder wie viele erneuerbare Energien haben wir und dann wird das immer linear hochgerechnet. Und wenn Sie zurückblicken, wo sind technische Innovationen entstanden, wo ist etwas anders gewesen, wo hat sich auch Gesellschaft anders entwickelt, dann ist das nie linear gewesen, sondern es gab immer eine anschwellende kritische Masse und bums, auf einmal gab es Handys. Oder auf einmal ist die DDR zusammengebrochen. Oder auf einmal gibt es Fridays for Future. Ja, das ist ja keine lineare Entwicklung, sondern plötzlich hat sich eine Gesellschaft völlig anders aufgestellt. Und das klingt so lächerlich, aber wenn man rückblickt und sagt, wo sind die entscheidenden Wendepunkte in der gesellschaftlichen Geschichte gewesen, dann sind die immer plötzlich da gewesen. Und das ist die beste Hoffnung, ehrlicherweise, die wir haben. Denn die ganzen linearen Berechnungen, wie wir unser Energiesystem aufbauen, wie wir unser Verkehrssystem aufbauen und so weiter, führen im Moment dazu, dass wir die Klimaziele grandios reißen werden. Wir haben faktisch keine Chance mehr, entlang der linearen Berechnung noch die Erderwärmung zu stoppen. Dafür waren wir zu schlecht in den letzten 10 und 15 Jahren, in Deutschland wie weltweit sowieso. Aber wir haben eine Hoffnung, dass es gelingt, dann doch noch etwas Gutes hinzubekommen, weil eben Kreativität und technische Innovation, auch gesellschaftliches Verlangen, sich so eruptiv, so plötzlich entwickeln kann. Wie kann also diese Hoffnung geschürt werden, nun indem man sich bewegt? Wir haben eine bessere Chance, dass es doch noch gelingen kann, dass wir diese ganzen Probleme lösen, indem wir das Machbare machen und nicht versuchen auszusitzen. Das ist die Antwort. Ja, also ich hätte ein paar Fragen zum Thema Bildung. Hallo. Und zwar, ich bin großer Verfechter von Gemeinschaftsschulen. Ich arbeite auch selbst an einer, offiziell ist es ein Gymnasium, eigentlich sind wir schon eine Gesamtschule. Wir haben von der geistigen Behinderung bis zum Hochbegabten alles. Aber das ist eine freie Schule. Wenn ich jetzt beim Staat, also mit Kollegen rede, die beim Staat arbeiten, wenn die da UN-Konvention Behinderung, also dass alle an allen Schulen geschult werden, da kriegen die schon immer die Krätze, weil sie jetzt schon teilweise überfordert sind damit. Und eine sehr persönliche Sache, wenn Kinder mit dem Förderstatus Lernen eine freie Schule besuchen und eine Schulfremdenprüfung haben, dann müssen die in Sachsen immer noch in den allgemeinen Hauptschulabschluss. Wenn sie an der Förderschule lernen wären, könnten Sie sozusagen einen abgeminderten Abschluss machen, hätten aber einen gleichrangigen Hauptschulabschluss. Und das sind so Themen, die mich jetzt als Lehrer jeden Tag wirklich beschäftigen. Vielen Dank für die Frage. Ich habe das ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen am Anfang mit dem längeren gemeinsamen Lernen. Und ich finde wirklich, dass die freien Schulen hier im Freistaat Sachsen ja nicht nur in der Verfassung verankert sind, sondern dass sie oder sie sind verankert und sie machen einen wirklich großartigen Job und ich hoffe, dass es noch viele, viele mehr solcher freien Schulen hier in Sachsen gibt, aber da ist es eben auch notwendig. Sie wissen vielleicht, dass die sächsische Landtagsfraktion in der letzten Legislaturperiode auch eine Klage eingereicht hat, damit nämlich nach dem Verfassungsauftrag die freien Schulen genauso behandelt werden wie die staatlichen Schulen, sprich genauso viel Geld bekommen. Diese Klage haben wir gewonnen. Wenngleich sie aber immer noch nicht so viel Geld bekommen, wie ihnen eigentlich zusteht. Also da haben wir noch eine große Aufgabe vor uns. Und was die Gemeinschaftsschulen insgesamt angeht, also jetzt bei den staatlichen Schulen, wie gesagt, ich habe den Eindruck, uns wird ja immer manchmal vorgeworfen, dass das ideologisch diskutiert wird. Ich habe den Eindruck, von der CDU-Seite wird das sehr ideologisch diskutiert, weil wenn man sich nämlich genau anguckt, über 40.000 Unterschriften, finde ich, das ist auf jeden Fall ein Statement und auch sozusagen als Schmankerl, wenn man die CDU-Wähler und Wählerinnen fragt, dann sagen dort auch über 60%, gibt es ja entsprechende Umfragen, dass auch sie wollen, dass Kinder länger gemeinsam lernen.
ich kenne das sozusagen, ich habe jetzt zwar keine eigenen Kinder, aber habe natürlich ganz viele Freunde, die Kinder haben und die mir ganz, ganz oft, auch wenn ich mit den Kindern rede, die Situation beschreiben, in der vierten Klasse, dann einfach dieser Druck losgeht auf die Kinder, schaffen sie jetzt diese Noten, dass sie es aufs Gymnasium schaffen. Und das ist einfach was, was ich keinem Kind sozusagen zumuten will, diesen Stress auszulösen, sondern jedes Kind sollte sozusagen nach seiner Befähigung sozusagen gefördert werden und auch entsprechend lernen können. Jedes Kind ist anders, also eigentlich bräuchte man für jedes Kind eine eigene Schule. Ja, also wenn man da noch geht, weil es sind halt eben nicht alle Kinder gleich, sondern es muss eine individuelle Förderung her. Und das kann genau an Gemeinschaftsschulen passieren. Und es gibt ja, die heißen zwar nicht Gemeinschaftsschule, aber es gibt ja sozusagen schon zwei dieser Schulen, eine in Leipzig und eine in Chemnitz, so als sozusagen Modellprojekt. Und es gibt sozusagen bundesweit auch Untersuchungen dazu, wie Gesamtschulen arbeiten. Und genau diese beiden Schulen schneiden sehr, sehr gut ab. Also es ist sozusagen auch in Sachsen bewiesen, dass Gemeinschaftsschulen gut arbeiten. Und deswegen müssen wir auch in der nächsten Legislaturperiode dahin kommen, dass es mehr Gemeinschaftsschulen gibt. Und wir Grünen sind aber nicht diejenigen, die sagen, es muss jetzt überall Gemeinschaftsschulen geben, sondern das muss aus der Schule, aus der Elternschaft, aus der Lehrerschaft, von den Schulleitungen gewünscht sein. Und wenn der Wille da ist, die Schule in eine Gemeinschaftsschule umzuwandeln, dann sollten wir diesen Menschen, diesen Eltern, diesen Lehrern nicht länger die Steine in den Weg legen, sondern das endlich umsetzen, dass es mehr Gemeinschaftsschulen gibt, weil einfach der Bedarf da ist und weil die Kinder das wollen und die Eltern das wollen und auch Lehrerinnen und Lehrer das ja sehen. Und wenn man sich sozusagen in Europa oder in anderen Bundesländern in Deutschland anguckt, dann weiß man, dass ja auch das längeres gemeinsames Lernen einfach besser ist und sozusagen die Kinder einfach dort individueller gefördert werden sollen. Das Thema Inklusion in Schulen angeht, habe ich auch den Eindruck, dass gerade die freien Schulen da so, so viel weiter sind als die staatlichen Schulen, was aber meines Erachtens nicht geht bei Inklusion ist, dass man die staatlichen Schulen alleine lässt und glaubt, dass man mit dem Personal, was man dann hat, das schaffen kann. Das funktioniert nicht. Es braucht natürlich dann die entsprechende Unterstützung der Lehrerschaft, dass sie dann auch eine individuelle Betreuung der Kinder, die gehandicapt sind, dann auch sicherstellen kann. Ich würde gerne nochmal das Thema erneuerbare Energien ansprechen. Und zwar werden neue Technologien immer dann besser akzeptiert, wenn sie günstiger sind als alte Energien. Ich wohne in einem Mietshaus und wahrscheinlich der Großteil der Anwesenden. Wenn mein Vermieter eine Solaranlage, eine PV-Anlage aufs Dach macht, dann kann er mir diesen Strom verkaufen. Er muss dafür die EEG-Umlage voll bezahlen. Im gleichen Atemzug könnte der eine Ladesäule direkt vor die Wohnung auf den Stellplatz bestellen, die nun wirklich keine große Investition ist. Wenn ich ein Eigenheim besitze, muss ich ab einer Leistung von 10 kW Peak 40% EEG-Umlage, erneuerbare Energienumlage auf meinen eigens erzeugten erneuerbaren Strom bezahlen. Wann lassen wir eigentlich die Energiewende von unten zu, indem wir einfach sagen, okay, wenn ein Vermieter, ein Eigentümer eines Mehrfamilienhauses die PV-Anlage aufs Dach schnallt, kriegt der Mieter seinen Strom für 15, 20 Cent die Kilowattstunde, weil dann wird es doch auch interessant, dann kommen die Leute auf die Idee, hey, das lohnt sich ja für mich, ich mache da jetzt mit und bin bei dieser baulichen Veränderung dabei. Dann kommt noch hinzu, was vor allem in so einer geschichtsträchtigen Stadt wie Dresden relativ häufig passiert. Wir versuchen, das Stadtensemble zu schützen, indem wir auf irgendwelchen Carports keine Solaranlagen zulassen und können dann noch so lange, wie wir atmen können, dieses tolle Dach und Nachbarhaus genießen. Wann fangen wir endlich mal an, die Bürokratie-Mist, was eben vor allem PV-Anlage angeht, über den Haufen zu werfen? Die erste Frage ist eine bundespolitische. Da muss man jetzt die Landesregierung quasi ein bisschen in Schutz nehmen. Das wird im EEG geregelt, das ist ein Bundesgesetz. Man nennt das Mieterstrom. Die Anträge, das ist alles kein Volo. Das, was Sie gefragt haben, ist rauf und runter diskutiert. Die EEG-Umlage für den Binnenverbrauch wieder rauszunehmen, würde es genau, wie Sie gesagt haben, es würde die Energiewende in die Städte bringen und aus dem ländlichen Raum rausholen, dadurch eine Attraktion schaffen. Ja, wenn ich jetzt großmäulig wäre, würde ich sagen, spätestens nach der nächsten Bundestagswahl. Ich glaube aber, dass wenn man schon
Frage, kommt der Kohleausstieg? Ich meine, irgendwas müssen die ja machen. Am 20. September soll Schluss sein mit Pille-Palle, sagt Frau Merkel. Irgendwas muss ja da passieren. Eine Reform des EEG, das es viel attraktiver macht, erneuerbare Energien auszubauen. Es liegt ja alles brach. Also die ist dringend erforderlich. Also deswegen will ich gar nicht ausschließen, dass die Bundesregierung dann doch nochmal in die Buschen kommt. Das ist jetzt wirklich so naheliegend und so einfach umzusetzen und das ist alles tausendmal durchgerechnet und die Anträge liegen dann alle da. Nebensatz, wir haben, Sie alle, ich auch, mit unserer EEG-Umlage den Preis für Wind- und Solarstrom von 80 Cent für die Kilowattstunde vor 20 Jahren auf jetzt 4,5 Cent runtergebracht. Als es teuer war, haben wir es ausgebaut. Jetzt, wo es billig ist, bremsen wir es total ein. Und die Industrie geht weg. Gerade in Sachsen, in Brandenburg auch, gab es große Hoffnung, dass die Solarindustrie, Arbeitsplätze, Wertschöpfung schafft. Auch das ist ein Strukturwandel gewesen. Hat man alles kaputt gemacht, alles weggehen lassen. Und das Gleiche passiert jetzt mit der Windindustrie. Gar nicht mit den Anlagen, die man hinstellt, sondern mit den Projektierern, mit den Planern, mit den Walzwerken, was auch immer zu sagen. Egal, wie man jetzt zur Energiewende selber steht, eine Industrie aufzubauen mit viel Geld und sie kaputt zu machen, wenn es günstig ist, ist ökonomisch und volkswirtschaftlicher Wahnsinn. Deswegen müsste man da spätestens anfangen zu sagen, so kann es nicht weitergehen. So, jetzt bin ich nochmal hier nach vorne gegangen, Altarseite für die Kirchenkollegen und euch. Ich glaube, es ist jetzt so langsam die letzte Frage. Wir sind jetzt 8:05 und müssen so langsam den Sack zubinden. Ich möchte mich jetzt an dieser Stelle gleich mal bei allen entschuldigen, die ich schon freundlich angelächelt habe, aber die jetzt aufgrund der fortgeschrittenen Zeit nicht mehr zum Zuge kommen. Aber ich bitte Sie, das demokratische Votum von allen vorhin so zu akzeptieren, dass wir jetzt eben ausführlich die Antworten anhören konnten. Vielen Dank soweit schon mal. So, jetzt die letzte Frage. Gelächelt haben. Weil der Unmut war sich im Ganzen. Freundlich gelächelt, vielen Dank. Schönen guten Abend, mein Name ist Florian Heinrich, ich bin Lehrer hier in Dresden und habe auch dementsprechend noch eine Frage zum Bildungswesen. Was würden Sie, und jetzt nehmen wir mal die Koalitionsoption, die es vielleicht nach der Landtagswahl geben wird, aus, was würden Sie gern tun oder was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die teils entwürdigende Einstellungspolitik der Landesämter für Schule und Bildung im Freistaat Sachsen radikal zu verändern und dafür zu sorgen, dass nicht weiter in Landesämtern, ich zitiere jetzt, von einem Marschbefehl Ost gesprochen wird, wie angeblich seitens des Kultusministeriums gefordert wurde. Und was müsste getan werden, einfach auch um Leuten zu ermöglichen, an Schulen zu arbeiten, für die sie auch einfach Lehramt studiert haben und nicht in völlig andere Schulformen geschickt zu werden. Ich versuche es mal. Sie haben gehört, ich bin nicht die Bildungspolitikerin. Die Frage ist ja vor allem, warum wollen denn die Leute nicht oder die Lehrerinnen und Lehrer nicht in den ländlichen Raum? Und da bin ich wieder bei meiner Verkehrspolitik. Und sozusagen die Frage von lebenswerten ländlichen Räumen. Wie komme ich da hin? Gibt es einen gut ausgebauten ÖPNV? Gibt es einen gut vertakteten ÖPNV? Gibt es eine Arztversorgung? Gibt es auch für meine Partnerin oder meinen Partner dort einen Job? Gibt es eine Kita vor Ort? Gibt es Gesundheitsversorgung? Und was mir wichtig ist, gibt es dort auch ein Kulturangebot? Gibt es dort für Jugendliche ein Angebot? Also wenn ländlicher Raum attraktiv ist, dann kann das auch ein attraktiver Arbeitsplatz sein. Also das würde jetzt deswegen... Ich kenne jetzt sozusagen die Aussage von der Bildungsagentur, dann nicht Marsch Richtung Ost, aber sie meinen wahrscheinlich, dass dort zu wenig Lehrer sind und die dort nicht dorthin müssen. Letztendlich kann man aber niemanden zwingen, dahin zu gehen. Und deswegen würde ich sagen, muss man gucken, dass wir sozusagen den ländlichen Raum attraktiv machen und dass man natürlich trotzdem sicherstellt, dass vor jeder Klasse steht. Und das ist natürlich auch Aufgabe einer sächsischen Staatsregierung, das sicherzustellen. Darf ich noch was sagen? Ich kenne mich jetzt gar nicht aus in den sächsischen Innerspezialitäten. Aber so ähnliche Fragen gab es immer wieder beim Wahlkampf in Görlitz vor parallel zur Europawahl. Was sollen wir tun, damit die Leute uns besuchen, der Tourismus floriert, damit die Rentner und Pensionierer aus Berlin vielleicht nach Görlitz ziehen und so weiter.
entsprechend bei der Lausitz. Also ja, alles schön und gut, das viele Geld, aber was ist, wenn die Leute nicht kommen, wenn da sozusagen keiner Bock hat zu leben? Und da kann man, du hast recht, Katja, da muss, wenn es keine Infrastruktur gibt, irgendwie keine ärztliche Versorgung, keine Schulen, keine Busse, das ist natürlich ein hartes, objektives Kriterium. Aber es gibt ein weiches, objektives Kriterium, das man nicht übersehen darf. Das ist der Ruf und das Image von Orten. Und wenn den Strukturwandel im Grunde vergessen, wenn Leute das Gefühl haben, hier wirst du für deine Meinung ausgegrenzt, hier herrscht Hass, hier wird man angepöbelt, hier gibt es ein aggressives und um es auszusprechen, nationalistisches, ausgrenzendes Milieu, dann bleibst du eben so, wie es gewollt ist, allein. Dann kommt da auch kein Lehrer mehr hin. Also wenn man sozusagen den Ast absägen will, auf dem man sitzt, dann wählt man eine Politik, die einem Ort einen schlechten Ruf beschert. Und das heißt, das ist sozusagen ein politischer Appell, dafür zu sorgen, muss ja nicht bei den Grünen sein, ne? Aber mit der Stimme dafür zu sorgen, dass die Politik, die gewählt wird, attraktiv ist für Menschen und für die Orte. Ich war jetzt wirklich in den letzten Wochen ganz viel dort unterwegs und ich habe dort so viel zivilgesellschaftliches Engagement erlebt. Da gibt es so viele Leute, die tatsächlich auch aus Dresden, aber eben auch aus Berlin dorthin gezogen sind und die dort was aufbauen wollen, weil es eben genau dort noch diese kreativen Räume gibt, weil man sich dort entfalten kann. Und deswegen wünsche ich mir, dass dort ganz viele Lehrerinnen und Lehrer hingehen und genau diese Leute, die dort da sind, zu unterstützen und dort diese Region, weil so eine Region lebt natürlich nur von den Leuten, die da sind. Und dann wünsche ich mir, dass es viel, viel mehr von denen gibt, die eben dieser Region dieses positive Gesicht, was es jetzt auch schon hat, noch sozusagen noch viel mehr verstärkt. Und da gibt es diese tollen Initiativen und diese Netzwerke, die es da gibt. Und die müssen unterstützt werden mit den Leuten. Und davon ging es halt ab, wie bist du drauf? Und ich glaube, da gibt es, wie gesagt, ganz tolle Menschen, die man dort unterstützen kann, die sich engagieren gegen rechts, aber die eben auch in der Kreativwirtschaft unterwegs sind. Und das wünsche ich mir für die Ausgabe. Im besten Fall aufreißen. Also Leute, die sich mit Energiepolitik intensiv beschäftigen, werden sagen, das war jetzt vielleicht nicht alles komplett falsch, aber halt so richtig in die Tiefe sind wir nicht gegangen. Lehrerinnen und Lehrer, die mit Inklusion zu tun haben, sagen, okay, mehr Personal zu fordern, das ist keine falsche Antwort, aber eigentlich müssten wir doch mal ganz anders über meine Herausforderungen im Unterricht reden und das betrifft alle möglichen Themen. Das kann so ein Abend eigentlich gar nicht leisten. Im besten Fall gibt er Antwortrichtung vor und im besten Fall kriegt man eine Idee, wie es gelöst werden kann. Manchmal kann es mehr sein und man kann fachpolitisch ein bisschen tiefer einsteigen. Hier und da ist es ja auch gelungen, hoffentlich jedenfalls heute Abend. Was so ein Abend aber immer testet, ist, wie man miteinander redet. Also wie die Gesprächsatmosphäre ist. Und als du gerade abgestimmt hast, das habe ich ja noch eingeworfen, und da wollt ihr jetzt viele Fragen schneller antworten und Speed-Dating-Ding haben, oder wollt ihr ertragt ihr längere Antworten, wie heute Abend geredet wurde, also wie konzentriert, wie ruhig, wie viele Leute, wie viele sind 400, 500 Leute, wie, dass man sich zuhört, dass man aufeinander eingeht, dass man verschiedene Fragen, auch die Sprünge in den Fragen zulässt, das ist doch das Besondere. Und davon handelt, das habe ich vorhin schon gesagt, die Wahl eigentlich. Natürlich von all den vielen Fachthemen handelt sie auch, aber im Kern steht die Frage zur Abstimmung, die wir vorhin auch hatten, gelingt es in einer Zeit des Wandels, in einer politischen Situation, wo selbstverständlich geglaubte demokratische Prinzipien so unter Druck stehen, aus der Mitte der Gesellschaft heraus ein Signal zu setzen, wie politische Kultur eigentlich sein soll, wie das demokratische Ringen um Argumente, wie es stattfinden soll. Und wenn es eines Beweises gibt, dass
das hier möglich ist, dass das Ergebnis am 1.9. möglicherweise ganz anders und viel optimistischer ausfällt, als manchmal in den Zeitungen steht, dann durch so einen Abend. Danke dafür, dass es so möglich war. Mir noch zu sagen, vielen Dank, liebe Susanne, dass du uns durch den Abend geführt hast und versucht hast, sozusagen alle meldenden Arme irgendwie unter einen Hut zu bringen, wenngleich, glaube ich, noch ganz, ganz viele Fragen hier im Raum sind. Vielen Dank, lieber Robert, dass du immer auch sozusagen mit deiner philosophischen Art da nochmal geantwortet hast. Ich habe versucht, ich kann das nicht nachmachen. Ich bin immer ein bisschen detailversessen, das gebe ich zu, aber ich versuche dann trotzdem sozusagen den Bogen zu spannen und als Spitzenkandidatin ist ja dann oft sozusagen vielleicht die Erwartung auch, dass man auf alles eine Antwort hat, aber wie gesagt, man kann nicht auf alles eine Antwort haben, dafür gibt es ganz, ganz viele Expertinnen und Experten in unserer Partei, auf unserer Landesliste, aber hier auch die Direktkandidaten vor Ort. Aber was ich heute Abend, wie gesagt, Robert hat es gesagt, vor allem gespürt habe, dass wir einander zuhören können. Und dass auch diese Ruhe in diesem Saal, das habe ich auch wirklich sehr genossen, dass es nicht laut war, sondern dass man sich zugehört hat, dass man Fragen gestellt hat, auf die wir versucht haben, eine Antwort zu finden. Und was sich eben auch gezeigt hat, das habe ich auch an Ihren Fragen gesehen, dass Sie eine Idee haben, wo dieses Land sich hin entwickeln soll. Und dass es einfach auch Veränderungen in diesem Land schlicht braucht, dass wir es uns nicht länger leisten können, hier diese Probleme auszusitzen und uns auch nicht länger eine Landesregierung leisten können, die haltungslos ist, sondern dass wir eine Landesregierung, eine Staatsregierung brauchen, die ganz klar eine Haltung einnimmt, sei es beim Thema Rechtsextremismus, sei es beim Thema bürgerschaftliches Engagement, sei es beim Thema Klimaschutz, beim Thema Bildung, beim Thema Verkehr. Und ich und mein Co-Spitzenkandidat Wolfram Günther, aber wie gesagt auch die vielen, vielen Kandidatinnen und Kandidaten vor Ort, die stehen alle dafür und ich würde mir sehr, sehr wünschen und wir wünschen uns alle, dass ich sozusagen diese positive Stimmung, die ich gerade auch überall wahrnehme im Land, dass ich die am 1. September dann tatsächlich auch in Stimmen umwandelt, dass wir ein gutes Ergebnis haben, um genau diese Themen, die wir heute hier besprochen haben und die wichtigen Herausforderungen dann auch wirklich anpacken können und auch umsetzen können. Und ich will Ihnen jetzt tatsächlich noch die Kandidatinnen und Kandidaten, die...